Wie in einem großen Erdloch zuerst ein Fundament entsteht und darauf später eine riesige Windkraftanlage, konnten sich Jane Wiese und Moritz Wirth am Donnerstag beim Zukunftstag für Jungen und Mädchen gemeinsam mit Hermann Raschen von der VR Energieprojekte Dödlingen in Heidhäuser in der Gemeinde Dödlingen ansehen. Die beiden Elfjährigen erlebten, wie gleich mehrere Berufe für so ein großes Projekt gebraucht werden, vom Ingenieur bis zum Eisenflechter und vom Betonbauer bis zum Biologen. Aber auch zum Toben rund um die Baustelle blieb noch etwas Zeit. Wie Jane und Moritz nutzten viele Kinder im Landkreis den Donnerstag, um in die verschiedensten Berufsfelder hineinzuschnuppern.